Oh mein Gott, es ist schon wieder Weihnachten. Wie du den Weihnachtsstress umgehen kannst, ich habe 10 Tipps für dich. Gleich. Mein Name ist Nadine Kretz, ich bin Autorin und Beziehungsmanagerin und es ist schon wieder Weihnachten. Der Vorweihnachtsstress beginnt, wir stürzen uns in die Stadt mit den Ellbogen, hauen wir den nächsten um für das letzte Geschenk, was wir am 24. noch besorgen konnten. Wie du jetzt den Weihnachtsstress vermeiden kannst, sage ich dir jetzt mit den 10 besten Tipps. Und zwar Tipp Nummer 1, wie ich gerade schon angekündigt habe, in die Stadt sich zu stürzen und dort noch mit den Ellbogen das letzte Geschenk zu erkämpfen, weil man einfach zu spät dran war, ist natürlich eine schlechte Idee. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder geh rechtzeitig in die Stadt und am besten am Vormittag noch in der Woche, nicht am Samstag, nicht am verkaufsoffenen Sonntag. Das ist mega Stress. Mach es nicht, sondern such dir dafür am besten frühzeitig eine andere Zeit aus. Eine andere Möglichkeit, um ein wirklich schönes Geschenk zu ergattern, was total stressfrei ist, wie wär's, wenn du einfach online bestellst. Ganz bequem, such dir einfach aus, frag deine Liebsten, was sie haben wollen und zack, gibt's nachher auch keine bösen Weihnachtsüberraschungen. Tipp Nummer 2. Einfach mal eine Pulle Alkohol, um das Ganze ein bisschen besser ertragen zu können. Ja, ist eine Möglichkeit, aber vielleicht nicht wirklich die beste. Aber dennoch, Prost. Tipp Nummer 3. Du kannst es nicht mehr hören, dieses ganze gestrahlte Rein und das ganze Gemecker. Dann schnapp dir einfach deine Kopfhörer. Idealerweise, wenn du lange Haare hast oder so, sieht man es nicht mal. Und zwischendurch ein kleines Nicken. Und lass dir einfach schreien. Interessiert dann keinen Mensch mehr. Und du hast Weihnachtsfrieden. Tipp Nummer 4. Lies einfach ein gutes Buch. Lass die anderen machen, was sie wollen und wenn sie dich anmotzen, anschreien oder sonst auch irgendwas, versinke einfach im Buch. Tipp Nummer 5. Wenn du nicht mehr sehen kannst, wie sich alle in deinem Umfeld, deine Familien, deine Brüder, Schwester, Onkel, Tanten, die Köpfe einschlagen, dann hilft dir Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6. Wenn du alles nicht mehr ertragen kannst, hast keine Augenklappe, keinen Alkohol, keine Kopfhörer und kein Buch zur Hand, dann mach eine Meditation. Tipp Nummer 7. Du weißt vorher schon, dass das Ganze in kompletten Stress ausartet und in Familienstreitigkeiten. Dann am besten sofort vorher einen Urlaub buchen und weg. Tipp Nummer 8. Treff dich mit Freunden, geh aus und geh mal richtig tanzen, mach den Weihnachtsgruß, was auch immer, aber entgeh der Situation und hab ein bisschen Spaß, auch wenn es dann nicht bei der Familie ist. Tipp Nummer 9. Überleg dir, was dir gefallen könnte. Vielleicht hast du neue Ideen, neue Talente. Schreib an einem Buch zum Beispiel oder mach ein YouTube-Video, telefoniere mit Freunden, hol dir neue Inspirationen oder mach ein Video. Hallo, mein Name ist Nadine Kretz und ich gebe dir heute 10 Tipps, wie du Weihnachten besser überstehen kannst. Und hier kommt Tipp Nummer 10. Sei dankbar für das, was du hast. Wenn du eine Familie hast, die hinter dir steht und wenn sie noch so verrückt sein mag und wenn es Probleme gibt, wenn es Streitereien gibt, es ist normal, auch wenn die Öffentlichkeit, die Gesellschaft ja was anderes verkaufen will, es ist normal. Je näher und je liebevoller du einen Menschen in deiner Nähe hast, desto eher kommt es auch zu Streitigkeiten. Sei froh, dass du diese Menschen um dich hast und genieß den Tag, sieh es locker, versuch zu akzeptieren, was ist und sei dankbar. In dem Sinne, ich hoffe, dir haben meine 10 Tipps gefallen. Du konntest das ein oder andere umsetzen oder hast es mit Humor gesehen. Ich wünsche dir eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Macht's gut.